Irgendwie freust du dich zu sehr. Ich glaube irgendwie, dass beides blöd ist, was da drauf Nein. steht. Nein, Burger. Was? Schiebung? Schiebung, geht nicht. Paul. Eine kleine Mickey. Der Blick sagt nichts Gutes. Warum schmeckt das in Deutschland einfach nicht? Hey Lieben, ich bin Sophia. Und ich bin Daniel. Und wir werden heute die Zettel entscheiden lassen. Also eigentlich den Zufall entscheiden lassen, was wir essen werden. Vielleicht kennt ihr ja die TikToks und Instagram Reels davon und wir werden das einfach... Daniel, warum kennst du das schon wieder nicht? Ich kenn das nicht. Ihr kennt das auf jeden Fall. Wir werden das aber einfach den ganzen Tag machen und immer abwechselnd ziehen. Deswegen lass uns jetzt mal direkt starten. So, hier haben wir die Auswahl für heute. Bist du bereit? Nein, ich bin nicht bereit. Ich habe echt Hunger. Ich glaube, ich nehme den rechten. Nicht Bist gut. du dir sicher? Nee. Burger. Das ist geil, ne? Ja. Soll ich mal kurz zeigen, was du normalerweise gekriegt hättest? Nein, was? Oh Mann, Daniel, das ist voll fies. Du hast es ausgewählt. Ja, aber Sushi ist viel cooler. So, dann suchen wir uns mal den passenden Laden, oder? Ja. Ich kenn Burger. Ich kenn Burger. So, Freunde. Nein, das zählt auf jeden Fall nicht. Ich habe einen Sushi-Burger gefunden. Das zählt auf jeden Fall nicht. Doch, also er ist nur ein bisschen auseinandergefallen, aber das hier ist der Sushi-Burger. Mein das Burger. Das ist so eine miese Farbe. Nein, warum? Was ist hier? Hä? Das ist runtergerutscht, ist gerade komplett kaputt gegangen. Ich sag dir, das ist Schiebung. Was? Schiebung? Schiebung, geht Nein, nicht. Paul. Das ist ein Burger. Du hast mir Sushi und Burger zur Auswahl gegeben. Und ich hab das nicht akzeptiert. Das geht nicht und ist schon wieder auseinandergefallen. Burger. Das ist mein Burger. Warte mal kurz. Das ist irgendwie voll dreckig, oder? Man hat voll der Fleck drauf und man hat es voll gesehen. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich finde, nein, ich finde, das ist nicht in Ordnung. Doch, das ist Paul, in Ordnung, klar. Schiebung, Schwalbe. Nee, so ich habe richtig Bock, den zu probieren. Guck mal, das ist sogar auch so präsentiert wie ein Burger. Wir haben hier verschiedene Schichten. Wir haben hier ein Patty, wir haben Brötchen aus Reis halt, aber trotzdem Burger. Und wir haben hier sogar so Soße und das ist so eine Spicy Mayo Soße. Und weißt du was? Die ist auch oft auf Burgern. Also du kannst ich mir nicht erzählen... Sushi, also ich... Du kannst mir nicht erzählen, dass das kein Burger ist, Daniel. Komm schon. Ich glaube, das ist der beste Burger, den ich je gegessen habe. Aber ich glaube, ihr seid sauer auf mich, weil ich glaube, ich habe was anderes erwartet. Aber ihr kennt mich doch. Wenn ich einen Sushi-Burger sehe, dann muss ich ihn probieren. Damit ich weiß, wie der schmeckt, ob sich das lohnt. Und es ist was Besonderes. Oh Mann, das geht die ganze Zeit kaputt. Das regt mich vor Augen. So. Mensch, das schmeckt ja aber nach einem Burger. Boah, es schmeckt echt heftig lecker. Aber ganz ehrlich, es schmeckt einfach nach Sushi, was heftig auseinandergefallen ist. Oder so eine Pokeball. Bloß halt auf dem Teller. Sag mal zu eurem Freund, ihr geht Burger essen und dann kommt ihr hierher. Mies asozial. So kann es weitergehen. So, Freunde, mein Sushi-Burger war wirklich lecker. Und ich habe Daniel jetzt auch einmal zwei Sachen hier rausgesucht. Und Daniel, nicht gucken, okay? Einmal das hier und einmal das hier. Also ich weiß nicht, was Daniel besser oder schlechter findet. Bist du bereit? Darf ich gucken? Eine kleine Mickey. Oh, Tacos. Tacos sind geil. Mich am Start. Willst du wissen, was das andere war? Hey, will ich es wissen? Ja, ich glaube, zeig mal her. Ich werde jetzt den Sophia-Move machen. Warum? Ich werde mir Taco-Rahmen holen. So, wir sind jetzt mal im geilen Laden. Er sieht echt gut aus. Ich hoffe, die Tacos sind hier genauso gut, wie der Laden aussieht halt, ne? Und hoffentlich richtig scharf. Und mit Rahmensuppe natürlich. So, ich habe jetzt meine Tacos bekommen. Die sind mit Chili con Carne, Hardshell-Tacos. Habe ich anders erwartet, muss ich zugeben. Bisschen so Grünkram und einen halben Kino-Käse gefühlt. Das ist echt so viel bedenkt, dabei. Ich habe vier solche Taco-Dinger und so viel Käse. Krass, kommen wir rein. Ach ja, ich habe noch Dips. Das soll ein scharfer Jalapeno-Dip sein. Ich habe mir den anders vorgestellt. Ich ehrlich viel gesagt öliger auch. Und so. Ist der scharf? Minimal. Aber wir sind vorgeschädigt, ne? Ich habe ja versucht, noch irgendwie Rahmen da reinzubekommen, ne? Aber das hat ja nicht geklappt, leider. Irgendwie glaube ich dir das nicht. Wie soll das auch gehen, Mensch? Was ist das für eine? Bam, bam, bam. Nicht so viele Laden, ne? Dann wollen wir mal. Mmh. Und kommen wir mit dem Zeug, auch wenn das nicht scharf ist, kommt es sehr geil rüber. Schmeckt so wie LA. Hat nichts miteinander zu tun. Und schon wieder über die Soße, ne? Also mit den Tacos aus L.A. hat es gar nichts zu tun. Gar nichts. Aber es ist lecker. Es könnte nur viel schärfer sein. Vielleicht hätten wir mal nach Chili fragen sollen. Also es schmeckt lecker, nur ich werde nie den Sinn hinter Hardshell-Tacos verstehen. Weil die so viel schwerer zu essen, wenn die klein sind und man die zumachen kann, ist viel, viel cooler. Und auch geschmacklich finde ich, glaube ich, die Weichen besser. So Leute, es ist
Snack für uns beide und zwar ein Snack von MyProtein. Wie ihr wisst, könnt ihr bei MyProtein immer mit meinem Code SuperSophia am meisten sparen. Also ihr bekommt den besten Rabatt, egal zu welcher Zeit, der ist immer gültig. Und ab dem 2. Mai gibt es auch 40% auf alle Bestseller mit meinem Code. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Bei MyProtein bekommt ihr auf jeden Fall alles von A bis Z. Wir werden einmal gegenseitig ziehen, ne? Ob es ein Riegel oder ein Shake gibt. Ach, ich als erstes? Daniel zieht als erstes. Was machst du? Du hast einfach beides kaputt gemacht. Das hat letztes Mal auch wunderbar funktioniert. Ich habe ein Riegel. Hier ein Salted Caramel Cookie und Layer Bars. Das ist meine Lieblingssorte. Hm. Hä? Willst du mir das so hinhalten? Ich nehme den Nein, 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 nein. Ich will den ein Riegel mit Herzchen. Es gibt einfach so, so viele verschiedene Sorten. Oh mein Gott, können wir bitte einmal gucken, wie nice der aussieht. Daniel hat er einfach reingebissen. Mm. Schaut euch mal an, wie toll der aussieht. Dieser Riegel hat 20 Gramm Protein, also perfekt, wenn ihr zwischendurch einen Snack haben wollt, der aber auch proteinreich ist. Boah. Ich merke gerade, dass ich ein Riese bin. Hier sieht man auch die verschiedenen Schichten. Richtig cool. Leckere 20 Gramm Protein. Wir lassen uns das jetzt auf jeden Fall noch schmecken. Schaut auf jeden Fall bei meinem Protein vorbei. Ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung und deckt euch da mit eurem Protein und Snacks und Sportsupplements ein. Ich habe wieder langsam Hunger und deswegen muss Daniel wieder eine kleine Auswahl bereithalten. Ich habe mir was richtig Lustiges ausgesucht, also es wird dir so sehr gefallen, ich freue mich richtig. Okay. Freust du dich auch? Ich weiß, ich bin mir nicht so ganz sicher. Irgendwie freust du dich zu sehr, ich glaube irgendwie, dass beides blöd ist, was da drauf steht. Nein, beides richtig toll. Mag ich das dann jedenfalls? Ja. Okay. Obwohl, ich habe schon zu oft rechts genommen. Ey! Bist du dir sicher? Bist du dir wirklich sicher? Ich bin mir nicht sicher. Bist du dir sicher? Soll ich lieber rechts nehmen? Bist du dir sicher? Nee, ich nehme links. Kaffee und Kuchen. Ich hab gesagt, du machst beides, aber das andere hättest du viel lieber gemacht. Was ist denn das andere? Ich zeig's mal den Zuschauern. Ja, ist nicht so wichtig. Zeig mal. Dann lass uns mal schnell Kaffee und Kuchen suchen. Currywurst mit Pommes, was ist das denn? Das esse ich ja gar nicht. Aber das wäre so lustig. Ich weiß nicht, beides ist es nicht so meins. Ne? Aber hä? Kaffee und Kuchen? Kaffee und Kuchen ist mega meins, aber Currywurst und Pommes ach ist so, nicht so meins. Ich dachte, du meinst, beide Kärtchen sind nicht nein, deins. Nein, Kaffee und Kuchen. Also wenn es hier Karottenkuchen irgendwo gibt, bin ich dabei. Ich hoffe, ich finde Karottenkuchen. So Leute, wir haben hier einfach einen Starbucks gefunden. Es gibt einmal Carrot Cake, das sieht schon mal richtig fett aus und ich habe noch nie bei Starbucks Carrot Cake gegessen. Warum auch immer, ich weiß es gar nicht. Und einmal ein Ice Oat Brown Sugar Shaken Espresso. Und ihr wisst es, ich habe den jeden Tag in New York getrunken. Der ist so lecker. Ich hoffe, dass der hier... Moment mal. Was denn? Du sollst Kaffee und Kuchen, was ist das denn? Das ist doch Kaffee. Wo? Erzähl doch mal das auf, was ist ein das? Ice Brown Sugar Oat Shaken Espresso. Oh mein Gott, ich krieg diesen Namen nicht auf die das Reihe. Das ist doch kein Kaffee. Also irgendwie hast du schon mal die Burger gewogen und jetzt schon wieder. Das ist doch Kaffee. Ich sag nichts Gutes. Warum schmeckt das in Deutschland einfach nicht? Starbucks in Deutschland? Es tut mir leid, aber es schmeckt nicht wie das, was ich aus New York kenne. Und es ist jetzt nicht so, New York war alles besser. Also ist vielleicht schon, aber das schmeckt wirklich komisch hier. Aber die Diskussion hatten wir schon ein paar Mal. Ja. Starbucks schmeckt in Deutschland nicht. Nicht so wie in Asien, nicht so wie in Amerika. Wo haben wir es noch getrunken? Das schmeckt falsch. Irgendwie, dieser Sirup, der schmeckt nach Marzipan. Und das soll Brown Sugar Sirup sein. Ich bin echt voll enttäuscht. Ich bin wirklich voll enttäuscht. Wie der Kuchen schmeckt jetzt nicht. Und der sieht schon sehr, sehr krass aus. Willst du noch was sagen oder willst du direkt sagen? Nee, ich will nichts mehr sagen. Ich will den jetzt probieren. Wenn der nicht schmeckt, dann bin ich echt traurig. Oh, diese Holzgabel ist echt intensiv. Mm. Und wie schmeckt dein Marzipan und deine Holzgabel? Jetzt hättest du gerne Currywurst, ne? Irgendwie habe ich Carrot Cake anders in Erinnerung. Dieser Kuchen ist eher krümelig und schmeckt nach Weihnachten. Aber Carrot Cake ist für mich irgendwie richtig saftig. Also trotzdem schmeckt er meistens so ein bisschen nach Zimt. Aber ich bin trotzdem mit dem Kuchen auf jeden Fall zufriedener als mit meinem Kaffeegetränk. Ihr wisst, ich liebe Starbucks, aber ja, vielleicht nicht in Deutschland. Vielleicht gehöre ich einfach nicht nach Deutschland. Also ich lasse mir das jetzt auf jeden Fall noch schmecken. Hast du schon Hunger, Daniel? Ich weiß nicht, ich hätte dich erst mal aussuchen lassen.
Ich habe jetzt das Gefühl, ich kriege was richtig Mieses. Aber ich. Nein. Kenne schon wieder was essen. Okay, dann musst du nämlich gleich ziehen. Leute, ihr wisst gar nicht, was das für ein Reinfall war mit dem Kaffee. Was, ich bin einfach so traurig. Wirklich so traurig. Ich habe gerade sogar noch mal gefragt, ob die noch mal Hafermilch auffüllen konnten. Haben die auch gemacht. Also super lieb, ne? Aber ich weiß nicht, es schmeckt. Tut mir wirklich leid. Ich liebe Kaffee. Aber das hat einfach nicht lecker geschmeckt, leider. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen davon. Oder vom Carrot Cake. Ich habe dir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, Daniel. Du kannst jetzt nämlich auch ziehen und mal gucken, ob da was Nettes dabei ist. Also, das hier sind die beiden Auswahlmöglichkeiten. Ich dachte, jetzt kommt was richtig Fieses. Döner geht immer. Aber weißt du, was das andere war? Eis! Also da finde ich natürlich wirklich die bessere Wahl gewesen. Ich habe in Bielefeld nur einmal Döner gegessen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Google therapieren und den besten Dönerladen finden. Ich habe auf jeden Fall den schönsten Dönerladen überhaupt gefunden. Und zwar Döner Brothers. Sieht sehr, sehr fluffig aus. Aber soll ich euch das Geilste mal zeigen? Olo Duck ohne Zucker. Seit wann gibt's das? Ist gut aus der Döner. Ich bin so neidisch. Boah, das Brot ist so gut. Ich dachte, das wäre einfach nur Sesam drauf, ne? Pass mal an. Das Brot, es sieht erst aus wie ganz normales Fladenbrot, aber das ist irgendwas anderes. Es ist richtig schön weich, richtig lecker. Frisches Gemüse, wirklich lecker. So ein Standard, ganz normaler Döner, muss genauso schmecken. Die Soße ist geil und ist wirklich scharf. Das erste Mal, dass mir jemand scharfe Soße drauf macht und es wirklich scharf ist. Riech was, Daniel? Also ich habe sonst nicht so Futterneid, ne? Aber nach diesem Kaffee und diesem Kuchen, komm. Darf ich? Natürlich. Hier, was rein? Ich halte doch schon. Nicht. Ich möchte da ins Fleisch beißen. Nimm doch! Oh Mann, Daniel! Doch rein. So Leute, das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Daniel, was hat dir denn am besten gefallen? Ah, der Döner. Ja, und ich hätte gerne deinen Sushi-Burger. Ja, Sushi mir hat der Sushi-Burger besten geschmeckt. Ich hätte und es gerne war wirklich ein Burger. Ja, ich hätte ihn echt gerne gegessen, ja, aber du hast einfach nicht gegönnt. Da können wir auch echt nochmal hingehen. Also ja. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Wollt ihr noch mehr Content aus Bielefeld sehen, dann sagt mal Bescheid, weil so weit ist es nicht. Da fahren wir gerne mal wieder rum, oder? Genau. Also abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Nein, ciao!